Wir haben gerade das Wort Spaltung der Stadt gehört. Sehen Sie Cottbus gespalten? Es wird zwangsläufig passieren. Aber mir geht es nicht darum. Ich will einfach mal ein bisschen Klarheit reinbringen. Hier wurde gesagt, Flüchtlinge wurde genannt und Integration. Es gibt nicht einen einzigen Flüchtling in Deutschland, weil jeder, der an Leib und Leben bedroht ist und seinen Hintern über eine Ländergrenze und in diesem Fall über 7 Ländergrenzen trägt, kann niemals den Status eines Flüchtlings haben. Zweitens, Integration. Das ist so lächerlich wie unglaublich, weil es gibt nichts zu integrieren. Und Moment, lass mich ausreden. Das wurde gesagt auf den ZDF in der Sendung Peter Hane. Da waren sogenannte Experten, die haben gesagt, es gibt nichts zu integrieren. Die Moslems, der Islam wird sich niemals integrieren. Der will nur eins, dass wir uns den unterwerfen. Und das muss man deutlich sagen. Und noch einen letzten Satz. Noch einen letzten Satz an, ich will nicht guten Menschen drüber sagen, ich sage an die Bevölkerung da drüben. Sie sind die Ersten, die daran glauben müssen. Sie werden als Erstes unter den Islam leiden. Und wenn Sie das noch nicht begriffen haben, dann sind Sie einfach ignorant, wie immer.